Guten Morgen zusammen, hier im Motorwerk, Campus Marzahn und auch Streaming. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist eine sehr besondere Gottesdienst für mich. Dieses Jahr darf ich mitwirken in den ganzen Zeugnissen. Boah, ich muss euch sagen, das ist nicht leicht, die Zeugnisse rauszusuchen. Marisa und ich haben ein paar Mal telefoniert und ausgesucht. Und ich möchte erstmal von Herzen sagen, vielen, vielen Dank für die zahlreiche Einreichung von E-Mails. Manche haben nicht ein, zwei, drei, sogar vier, fünf Zeugnisse in den letzten 12 Monaten geschickt. Ich glaube, wir alle verdienen einen großen Applaus. Genau, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Kajin. Ich werde euch nachher um 13.30 Uhr zusammen unterwegs sein. Da freue ich mich schon richtig. Und ja, ich komme auch letzte Wochenende von einer Missionsreise, einer kurzen Missionsreise zurück aus Rumänien. Und da bringe ich auch Grüße von der Gemeinde dort. Warum erzähle ich euch das? Auf dieser Missionsreise ist es speziell, wir sind ein kleines Team, 6 Leute. Unter diesen 6 Leuten sind 2 10-jährige Kinder. Und bei jedem Einsatzorte haben wir dann zu den Kindern gesagt, hey Kinder, es gibt keine Junior Heiliger Geist, sondern Heiliger Geist ist Heiliger Geist. Es gibt auch keine kleine Zeugnis oder große Zeugnis. Alle Zeugnis geben Jesus die Ehre. Amen. Und dann haben wir gesagt, hey 10-Jährige, egal wie alt du bist, egal wo wir hinkommen, erzählt mal eure Stories. Und ich sage euch, das ist so wunderschön, 10-Jährige ihre Stories zu erzählen und alle hören zu. Auch Erwachsene und Kinder, alle hören zu. Und die haben ihre Storys erzählt. Ich bin besonders stolz auf diese 2 Kinder und die haben richtig, richtig gut gemacht. Die waren mutig, die waren frei, die haben einfach erzählt, was Jesus in ihrem Herzen getan hat. Und heute geht es auch darum, dass wir den Zeugnisgottesdienst benutzen, damit diese Storys rauskommen. Nicht nur von diesen 2 Kindern, sondern von vielen Leuten, die wir hier kennen oder manchmal nicht kennen, aber jeder trägt irgendwas mit. Jeder hat eine Story mit Jesus, die erzählt werden muss. Und eigentlich, die ganzen Stories sind ja interessant. Ich weiß noch, meine Kinder, die sagen, Papa, kannst du mir nicht eine Story erzählen, immer vor ins Bett gehen? Und manchmal, ich denke, mit 4. Lebensjahr habe ich schon alle meine Lebensstory erzählt und die fragen immer noch, kannst du noch eine Story erzählen von deiner Kindheit? Dann sage ich, du weißt doch schon alles. Aber kannst du nicht nochmal wiederholen? Also mein Punkt ist, dass wir lieben alle Stories, richtig? Deshalb macht Netflix und Disney Plus gute Geschäfte, weil wir lieben alle Stories. Es gibt aber eigentlich eine noch bessere Story zu erzählen. Gleich kommt Marisa, aber davor habe ich 2, 3 Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte, bevor wir diese ganzen Stories anhören. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir diese Stories anhören, mit ein paar Herzenseinstellungen mitbringen. Erste Einstellung ist, dass wir in unseren Herzen schreien, tu es wieder, Herr. In Offenbarung 19, jetzt kann man die Folien, Offenbarung 19, Vers 10, steht da, bete vielmehr Gott an, denn der prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Jede von dieser Story, die erzählt wurde oder erzählt werden nachher, gibt es einen Geschmack von, wie Jesus ist und wie seine Liebe ist und was er mit uns, durch und zu uns tun möchte. Das ist eine Botschaft von Jesus. Und wenn diese Bibelstelle wahr ist, dann jede von dieser Botschaft von Jesus hat einen prophetischen Touch. Das bedeutet, wir haben die Erlaubnis zu sagen, Herr, tu es wieder. Lass uns zusammen sagen, Herr, tu es wieder. Ich bin besonders bewegt von einer Story vor 100 Jahren, dieser Erweckung in Kalifornien, in Azusa Street, das war 1906. Ich war noch nicht geboren. Und das ist so krass, die Ältesten von der Gemeinde in Kalifornien hat gehört, dass in Wales, in England eine Erweckung passiert, 1904 passiert die Erweckung. Und dann 1904, 1905 in Kalifornien sagen die, ich will das auch. Die schreiben Briefe an die Gemeindeleiter in Wales und sagen, erzähle uns, was habt ihr gemacht, wie ist das geschehen, wie hat Gott durch euch gewirkt. Die haben diese große Hunger und sagen, Gott,
lass es, was dort geschehen, auch hier in Kalifornien geschehen. Und in 1906 ist das auch passiert. Ist das nicht großartig? Wenn wir nachher die Stories hören, können wir auch sagen, Herr, was bei diesem Bruder, dieser Schwester, diesem Mann, dieser Frau, dieses Kind, dieser Teenager passiert, kann auch in mein Leben passieren. Tu es wieder, Herr. Amen. Nächster kleiner Punkt ist Römerbrief, Kapitel 10, Vers 14. Da steht, nun ist aber doch so, denn der Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihm glaubt. An ihm glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Der Strategie der Feind ist easy, dass wir nichts erzählen. Er streut dann Angst, er streut dann Unsicherheit, streut dann Schamgefühl in uns, bis wir uns selbst zweifeln. Ist meine Story mit Jesus echt? Hat das tatsächlich passiert? Habe ich mir das selbst ausgedacht? Soll ich das erzählen? Will jemand mir das zuhören? Sind alle Stimme von der Feind. Was der Herr wirklich will, ist, dass wir einfach mit Offenheit, sei unser Original selbst, wie was Basti vorhin uns erzählt hat, einfach erzählen vom Herrn, Leben teilen. Wenn wir anfangen, Leben zu teilen, wenn wir anfangen, Gottes Namen zu verherrlichen, wenn wir anfangen, diesen Namen von Jesus nicht zu verstecken, dann passiert Folgendes. Gottes Herrlichkeit ist wie Licht, der nimmt dann seinen Platz ein. Der nimmt dann seinen Platz ein. Möchte ich euch ermutigen, immer, wenn ihr diese Gedanken habt, ich darf das eigentlich nicht erzählen, was ich erlebt habe. Dann genauso in diesem Moment wirkt dagegen. Genau in diesem Moment hebt dein Handy, schreibt an die Kreative eine kurze E-Mail, zeugnisse@diekreative.berlin, was ihr erlebt habt. Oder genau in diesem Moment, guck rum, wer ist dann euer Nächster? Muss nicht Christ sein, erzähl einfach, was ihr erlebt habt. Denn diese kleine Erzählung, diese kleine Story, diese kleine wahre Geschichte sind, was Menschen hören möchte. Amen. Deshalb bleib nicht still. Wenn wir dann nachher die Stories hören, es gibt nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder A, mit Neid, oh, warum passiert bei denen und bei mir nicht? Warum habe ich gebetet und Gott, du hast ihm gesegnet, aber mich nicht? Oder hey, ich bin schon viel länger Christ. Warum passiert das bei mir immer noch nicht? Du kannst entweder so denken oder du sagst, Herr, ich sehe das, was du tust und ich feiere es. Ich sehe, was du bei meinem Bruder und Schwester tust und ich feiere es. Was du bei meinen Freunden tust, mit Versorgung, mit Heilung, ich feiere es. Gib Neid keinen Raum, denn jedes Zeugnis ist wie ein Sieg. Wenn wir den Sieg feiern, dann treten wir in eine Atmosphäre von Sieg hinein. Wenn wir den Sieg feiern, dann nehmen wir auch teil mit diesem Story. Wenn wir den Sieg feiern, dann automatisch ziehen wir diese Gunst an uns an. Amen. Marisa, du darfst nach vorne kommen. Danke, Kajin. Das ist doch super. Lasst uns heute Siege feiern. Wer hat Lust auf Siege feiern, Zeugnisse hören? Ich auch, total. Kajin hat schon gesagt, wir haben in den letzten Wochen sind wir Zeugnisse durchgegangen, die ihr eingeschickt habt, auf die Zeugnis-E-Mail-Adresse, die wir von euch gehört haben. Und es ist eine der schönsten und eine der schwierigsten Aufgaben, jetzt rauszusuchen, was man in einem doch sehr komprimierten Zeitraum hier weitergeben kann. Und wir haben uns einfach leiten lassen und entschieden lassen für einige bestimmte Themen, die wir heute besonders betonen, highlighten wollen, weil wir glauben, dass der Heilige Geist sie highlighten möchte. Und genau, was gibt es Besseres, als am dritten Advent Zeugnisse zu erzählen? Advent, Vorbereitungszeit, dass er kommt, ihn zu erleben und genau das, was Kajin gesagt hat, uns aufzumachen, das Herz aufzumachen und zu sagen, das erwarten wir. Wir bereiten uns auch vor, dass es wieder passiert. Dass es wieder passiert und wieder passiert, weil du es zugesagt hast, Jesus. Genau, und in dem Sinne
mag ich gar nicht viel Zeit mit Reden verbringen, sondern wir freuen uns darauf, jetzt euch einige Zeugnisse und ganz tolle Menschen vorstellen zu können, die die Zeugnisse weitergeben. Und auch da hat Kajin ja schon erzählt, wir glauben an den Heiligen Geist, der in allen Alterslagen gleich wirkt. Und so wie du gesagt hast, so stark, dass du Kids-Teens mit hattest, 10-Jährige, wollen wir heute auch starten. Wir starten mit einem Blog, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne Zeugnisse auch nehmen, die noch nicht so lange her sind. Und was bietet sich noch besser an, als mit der 3,5 zu starten? Erlebnisse in der 3,5, rund um die 3,5. Und wir starten mit einem Zeugnis von Ida. Erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Nämlich auf der 3,5-Konferenz haben zwei Freundinnen von mir und ich getanzt. Und als wir dann fertig waren mit Tanzen, sollten wir uns vor ein Holzkreuz setzen. Und als ich dann da saß, hat mich Jesus umarmt. Ich habe richtig gemerkt, seine Wärme und dass er da war. Olivia kommt doch schon mal nach vorne. Und während die Technik nochmal guckt mit dem Ton, lese ich so lange schon mal ein Zeugnis vor. Ich war vergangene Woche bei der 3,5-Konferenz. Bei der ersten Session Donnerstagabend hat Jackie dazu aufgerufen, für Heilung zu beten. Im Zuge dessen oder vorher wurden prophetisch konkrete Krankheiten vorgelesen. Eines davon war ein eingewachsener Fußnagel am rechten großen Zeh. Ich hatte seit 4 Wochen Schmerzen am großen rechten Zeh aufgrund eines eingewachsenen Fußnagels. An diesem Abend wurde ich geheilt und der Zeh tat nicht mehr weh und war auch nicht mehr eingewachsen. Halleluja. Gucken wir noch mal kurz das Video. Klappt das? Richtig stark. Oder Ida hätte es auch hier vorne erzählt, aber die Kids haben heute ihre Weihnachtsfeier oben. Deshalb, Ida, falls du es doch gesehen hast, viele Grüße und super, dass du so mutig warst, dein Zeugnis zu erzählen. Das ist richtig, richtig toll. Genau, bevor ich gleich die wunderbaren Frauen hier auf die Bühne hole, wollen wir euch noch ein Video einspielen von einem Zeugnis, was aus Bielefeld kommt. Und auch da die Ermutigung, auch für alle am Livestream, weil ihr seht, das geht auch, wenn ihr gar nicht in Berlin seid, aber schickt auch gerne eure Zeugnisse und wir finden einen Weg, genau wie wir die zeigen können. Konferenz und am Freitag in der Anbetungszeit hatte einer aufs Herz gelegt bekommen, hol Jasmin nach Berlin. Gesagt, getan. Er war gehorsam und hatte mir tatsächlich für Samstag ein Ticket zukommen lassen. Ich war so erstaunt und wirklich gerührt. Bei den Motorwerken am Samstag angekommen, stand ich an der Kasse und wollte mir ein Tagesticket holen. Und ja, die gute Frau an der Kasse sagte mir, hey, brauchst du nicht, am Freitag hat jemand ein Spenderticket abgegeben. Und das habe ich bekommen. Ich war unfassbar geflasht. Es war mehr, als ich erwartet habe. Voller Dankbarkeit und Demut gehe ich in die Anbetung und 45 Minuten später bekomme ich auch noch ein prophetisches Wort von Nicole, die den Livestream bei euch leitet. Und es hat mich mitten ins Herz getroffen. Die Worte Gottes haben mich so berührt und sie haben mir Lebensfragen beantwortet und seitdem erlebe ich so einen wundersamen Prozess mit Gott. Er hat mir Heilung meines Herzens zugesprochen und ja, wir gehen momentan Hand in Hand durch einen absolut sensiblen und rührenden Prozess.
Ja, mein Gott der Verheißung, voller Liebe und Gnade. Er sieht mich, er sieht dich, er sieht uns alle. Es ist einfach. Halleluja, thank you, Jesus. Ja, mein Gott. Stark, oder? Wir schicken auf dem Weg auch Grüße nach Bielefeld. Jasmin, wenn du das jetzt gehört hast, danke für dein Zeugnis und wir segnen dich, dass das weitergeht über die Konferenz heraus, dass du wirklich, wirklich gesegnet bist auch dafür, dass du dein Zeugnis mit uns geteilt hast. Okay, Theresa, gebt ihm einen großen Applaus. Du hast auch was erlebt, was du mit uns teilen möchtest. Ein wirklich starkes Zeugnis. Du hast Heilung erlebt. Und vielen Dank, dass du es mit uns teilst. Ja, guten Morgen. Schön ran. Genau, ich möchte eine Erfahrung mit euch teilen. Ich bin doch ziemlich aufgeregt, aber es ist zu gut, um es nicht zu erzählen. Deswegen, Jesus ist so gut, ich möchte es erzählen. Ich hatte im Herbst letzten Jahres einige gesundheitliche Probleme. Und unter anderem wurde eine Verdickung in der Gebärmutter festgestellt, die da nicht hingehört, die Schmerzen bereitet hat, die ja einfach Probleme bereitet hat und die auch bei dem Kinderwunsch ungünstig wäre. Ich hatte zu der Zeit in meinem Leben sowieso schon sehr viel Stress und dachte mir wirklich so, nein Gott, ich will eigentlich ein Problem weniger und nicht ein Problem mehr. Die Frauenärztin meinte damals, dass wir noch 2 Monate warten und dann über eine OP entscheiden. In der Zeit wurde ich zur 3,5-Konferenz eingeladen und dachte auch eigentlich, oh, ich habe keine Lust auf Happy-Clappy-Christen und auf Glaube und Gott. Aber ich bin hingegangen und Gott hat es einfach genutzt und hat mich so sehr zu ihm hingezogen. Und ich habe einen richtig starken Glauben kennengelernt. Ich habe den Heiligen Geist, der wirklich was tut, kennengelernt und dass man um Heilung beten kann. Das habe ich auch in Anspruch genommen. Dann kam der erste Kontrolltermin und ich dachte, jetzt könnte ja alles weg sein. Und die Frauenärztin meinte als erstes, nein, alles noch da, 1 Millimeter kleiner und wir warten nochmal 2 Monate. Dann kam der zweite Kontrolltermin und ich saß im Wartezimmer und hatte einfach richtig viele Gedanken im Kopf und war ziemlich aufgeregt und nervös und hatte zur Ablenkung ein christliches Magazin dabei und habe einen Satz gelesen, der lautete, ich weiß zwar nicht, wie Gott mich versorgen wird, aber ich weiß, dass er es tun wird. Und ich habe in dem Moment so einen Frieden bekommen im Herzen, dass ich wusste, egal was passiert, egal ob ich eine OP brauche, ob nicht, egal ob eine Heilung stattgefunden hat oder nicht, Gott ist einfach gut und er wird es zum Guten wenden und ich brauche keine Angst haben. Und dann in der Untersuchung meinte die Ärztin als erstes, die Verdickung ist noch da. Und ich dachte, naja, hätte ich mir jetzt anders gewünscht, aber gut. Und sie wollte die Werte und die Lage festhalten, so am Ultraschallbild. Und plötzlich sagt sie dann, während sie das machen will, stopp. Komisch, es verändert sich gerade, die Lage verändert sich, die Struktur verändert sich und Gott hat einfach vor meinen Augen und vor den Augen der Ärztin auf dem Ultraschallbild diese Verdickung aufgelöst, weggenommen und und die Heilung ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern über Monate. Und ich glaube, dass Gott einfach diesen entscheidenden Punkt genutzt hat, dass er mir gesagt hat, er ist souverän, egal was passiert. Und 2 Monate später bei der nächsten Kontrolluntersuchung meinte die Ärztin, sie hat die ganzen Bilder verglichen, sie hat das noch nie erlebt, dass sich einfach was auflöst und das Problem ist einfach nicht mehr relevant. So, so gut. Und wir sagen, Gott, tu es wieder. Amen. Und ich liebe das. Ich liebe die Zeugnisse und ich liebe auch den Weg dahin. Und ihr habt bei beiden Zeugnissen gerade gehört, ja, da waren auch Einladungen mit im Spiel. Einfach mutig zu sein, zur 3,5 einzuladen, zum Weihnachtsgottesdienst einzuladen, wo immer. Und Gott macht seinen Weg dann. Lasst uns das wirklich machen und so einen kleinen Teil mit dazu beitragen, dass die Zeugnisse dann freigesetzt werden können. Meti. Ich bin schon da. Oh, hallo. Hallo. Das ist Meti. Gib dir mal einen Applaus. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich freue mich darauf zu hören, was du erlebt hast. Genau.
Genau, vielen Dank. Da haben wir noch gar nicht angefangen. Ich habe die Gemeinde gewechselt. Ich bin seit Februar 2023, also erst seit diesem Jahres, in der Gemeinde. Und wenn man in eine neue Gemeinde kommt, dann kann man erstmal ein bisschen lost sein, vor allen Dingen, wenn die Gemeinde so groß ist. Aber ich habe einfach erlebt, dass Gott mich geleitet hat und dass er mir Instruktionen gegeben hat. Und eine Instruktion davon war zum Beispiel, in eine Kleingruppe zu gehen. Und ich war, ehrlich gesagt, vom natürlichen Standpunkt gar nicht so begeistert. Ich war so, okay, Gott, ja, ich integriere mich, ich mache das. Also bin ich hingegangen, einfach wo ich das Gefühl habe, zu dieser Kleingruppe soll ich gehen. Und wirklich seit Tag 1 habe ich so sehr Gott erlebt. Und das Ding ist, vom Natürlichen passen wir nicht zusammen. Also wir haben so eine große Altersrange, wir haben verschiedene kulturelle Hintergründe und ich dachte, boah, ich will mit Leuten in meinem Alter in einer Community sein. Aber nein, Gott hatte was anderes im Sinn, aber wir pushen uns so in unsere Berufung. Gott ist so mit seiner Präsenz da und wir kommen einfach tiefer in unsere Berufung. Ich bin stärker in meiner prophetischen Gabe gewachsen, seit ich in der Kleingruppe bin, weil einfach so ein Freiraum ist für prophetisches Gebet. Aber das Krasse ist es eigentlich die Liebe. Wir kennen uns erst seit Kurzem, aber da ist so ein familiärer Geist, so eine Liebe, so ein Respekt, so eine Wertschätzung füreinander. Das heißt, wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, das ist dein Zeichen, heute geh in eine Kleingruppe. Genau. Dann das Zweite, was ich teilen möchte über dieses Jahr. Meine erste 3,5 war 2019 und dort habe ich ein Wort bekommen. Und dieses Jahr bei der 3,5, 2023, also sind jetzt ein paar Jahre dazwischen, habe ich genau dasselbe Wort bekommen von zwei verschiedenen Personen. Das heißt, Gott hat etwas bestätigt, was er vor vielen Jahren mir schon mal gesagt hat, was für mich einfach so eine Bestätigung war, okay, jetzt ist die Zeit dafür. Das hat mich sehr berührt und allgemein habe ich in diesem Jahr so einen roten Faden gesehen, den Gott einfach in meinem Leben getan hat. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist über dieses Jahr, das ist mein 7. Jahr mit Jesus und es war wirklich ein Jahr der Vollkommenheit. Amen. Ich hatte noch nie ein Jahr, in dem ich konstant in so einem Frieden, in so einer Freude, in so einer Zuversicht gelaufen bin, also komplett anders als mein Jahr 2022. Und nicht, weil die Umstände perfekt waren. Ich habe meinen Bachelor geschrieben, es gab Schicksalsschläge in meiner äthiopischen Familie. Bei meinem Vater wurde Krebs diagnostiziert, der Herr hat alles gemacht, ihm geht es gut jetzt, Amen. Genau, meine beste Freundin war im Israelkrieg bis vor kurzem, also es gab so viele Dinge, aber ich habe gesehen, wie der Herr mir Verheißung gegeben hat, wie der Herr mir Zuversicht gegeben hat und wie der Herr souverän einfach gewirkt hat in diesem Jahr. Amen. Amen. Vielen Dank. Und schön, dass du bei uns bist, ein Jahr schon. So, eins haben wir noch, 3,5. Olivia, komm zu uns. Gebt ihr mal einen Applaus. Du hast auch was erlebt auf der 3,5. Genau. Ich fange ein bisschen früher an, und zwar so Sommer, Herbst rum. War eine Zeit, die für mich nicht so leicht war, wo ich in ein paar Kämpfen war, wo ich irgendwie mich gefragt habe, auch wo stehe ich, wo will ich hin, bin ich in meiner Berufung und wo ist Gott irgendwie, wo ich manchmal einfach nicht so richtig erlebt habe oder das Gefühl hatte, er ist weit weg. Und dann sind wir auf die 3,5 zu. Ich war bei den Teenies komplett dabei und dachte eigentlich auch so, ich weiß gar nicht, was ich denen jetzt so richtig geben soll. Habe mich nicht so richtig würdig und fähig gefühlt dafür eigentlich. Habe gesagt, okay, ich gebe diese zwei Tage, ich bin voll dabei und die Abende bin ich hier und will alles mitnehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Und beim Mitarbeitergottesdienst vor der Konferenz habe ich so eine Dankeskarte bekommen und da stand was drauf. Das, was du die letzten Monate gekämpft hast, wird es den Teenies möglich machen, in den Sieg ohne Kampf zu treten. Und für dich würdest du dieser Zeit ein siegreiches Ende finden. Freude und Jubel sollen dein Erbteil und deine Siegeskrone sein. Und das ist tatsächlich genau das, was ich erlebt habe. Mein Herz war so erfüllt von Freude und von Liebe diese Tage. Ich saß hier am Samstagabend und dachte mir so, ja, mein Herz, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich war so richtig, richtig überfließend einfach. Und das war auch die Tage danach noch. Ich bin Montagmorgen auf Arbeit gekommen, völlig übermüdet, aber mit einem Grinsen im Gesicht, dass meine Kollegen mich angeschaut haben, so, was ist mit dir los? Was hast du nur am Wochenende genommen? Geh mal weg so. Deine ganze gute Laune können wir nicht handeln jetzt. Und auch dann die ganze Zeit danach, irgendwie, es gab so kleine Momente zwischendurch, wo ich dachte, in der
Bahn irgendwie auf dem Weg zur Arbeit. Ich dachte, okay, krass, Gott, du bist da, Heiliger Geist, ich merke deine Gegenwart und so. Und auch in der Jugend die Woche drauf, dann so gefühlt vom Heiligen Geist, weil ich irgendwie die ganze Zeit eigentlich nur lachend rumhing. Ja, richtig betrunken war einfach im Heiligen Geist, was ich ewig nicht mehr erlebt habe. Und ja, was einfach mega cool war. So. Genau, und ich würde ganz kurz zum Abschluss einmal beten zu dem genau. Thema. Genau, Olivia hat gesagt, sie würde einmal das Beten und diese Freude freisetzen. Wir glauben ja, dass Gott es wieder tut und wir wollen es ergreifen. Und wir glauben, dass Gott wirklich mit den Zeugnissen Dinge freisetzt, das wieder zu tun. Und deshalb vielen Dank, dass du das über uns aussprichst. Und wenn du dich davon, das merkt man ja, wenn das deins ist, dann nimm das wirklich, diese Freude, diese übernatürliche Leichtigkeit, dieses Übersprudelnde, was Olivia erlebt hat, und nimm es für dich auch in Anspruch und sag ja zu Gott dazu. Genau, ich danke dir, dass du wirklich so da bist, dass du ein Gott der Freude bist und dass du dich ausgießen willst. Ich danke dir, dass du es bei mir gemacht hast, dass ich das richtig gemerkt habe. Und genauso danke ich dir, dass das nicht ein Wochenende-Highlight-Konferenz-Ding irgendwie ist, sondern dass es eine Freude ist, dass du eine Freude geben willst, die uns wirklich jeden einzelnen Tag begleitet, wo wir in die Arbeit kommen, wo wir in unsere Familien kommen und die Leute uns schief angucken, weil diese Freude so in uns ist und so überfließend ist, dass es richtig, ja, sich ausbreitet, dass wir davon erfüllt sind, dass Menschen einfach durch diese Freude, die du in unsere Herzen gibst, dir einfach auch begegnen können. Das setzt mir frei, das rufe ich über jeden Einzelnen von uns aus, jeder Einzelne, der das jetzt hört, dass er gefüllt sein soll mit deiner Freude und deiner Liebe. Amen. Amen. Na, vielen, vielen Dank. Stark. Ja, vielen Dank für diese Zeugnisse. Wir kommen jetzt zu einem Blog über Zeugnisse mit Gott im Alltag, Evangelisation, das Weitergeben, Leben teilen. Und David, Sinem und Angie, ihr könnt euch schon mal bereit machen. Ah, David ist schon da. Und während du nach vorne kommst, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen für alle, die, ja, wie wir es eben gehört haben, die so mit dran sind, prophetische Worte weitergeben, Karten schreiben. Ihr seht einfach, es kommt an und Gott macht seinen Weg damit. Und deshalb lasst uns daran bleiben, einander zu ermutigen und auf Impulse vom Heiligen Geist zu hören und das so weiterzugeben. David, super, dass du hier bist. Ja, also ich bin David und bin 16 Jahre alt und hatte es schon vor längerer Zeit den Impuls, dass ich das Evangelium einfach weitererzählen soll. Und habe dann auch eine Bestätigung bekommen durch eine Predigt hier in der Gemeinde, die heißt Just Do It. Und da ging es darum, dass man sozusagen einfach das tun soll, was der Heilige Geist oder Jesus einem sagt. Und dann war ich vor einer Zeit lang in der U-Bahn auf dem Weg zum Tennis und habe ein Mädchen gesehen und hatte den Impuls, dass ich sie fragen soll, ob sie Jesus kennt. Also ich sollte sie wirklich einfach fragen, ob sie Jesus kennt. Und dann sagte sie ja und ich war erstmal so ein bisschen verwundert. Aber danach habe ich ein tieferes Gespräch mit ihr geführt und habe gemerkt, dass sie auch schon Leuten von Jesus erzählt hat und auch gerade in so einer Phase ist, wo sie das Evangelium weitererzählen will. Und dann haben wir zusammen einen Mann, also hatten zusammen so einen Mann vor Augen und hatten sozusagen dann den Impuls, dass wir diesen Mann suchen sollen, haben dann auch in der U-Bahn haben wir ihn gesehen und haben ihm dann sozusagen von Jesus erzählt nach dem Four Steps Prinzip, was ich da auch frisch kennengelernt habe. Und dann haben wir ihm von Jesus erzählt und haben ihm danach gefragt, ob wir für ihn beten können. Und er hat gesagt, ja. Dann haben wir für ihn gebetet. Und es hat ihn wirklich schon von Anfang an sehr berührt. Und danach haben wir ihn gefragt, ob er Jesus sein Leben geben will. Und er hat das dann bejaht. Er hat wirklich gesagt, ja, er will Jesus sein Leben geben. Und dann haben wir nochmal ein Gebet mit ihm zusammengesprochen. Und es war wirklich krass, wie der Heilige Geist dann noch gekommen ist. Er hatte dann auch Tränen in den Augen und war wirklich vom Heiligen Geist berührt. Und wir auch. Und ja, und ich finde einfach krass, was passiert ist, dadurch, dass ich sozusagen diesen einen Glaubensschritt gegangen bin und dann durch ein Mädchen, dass wir zusammen sozusagen dann einen anderen Mann sozusagen den Weg zu Jesus gefunden hat. Richtig cool. Und das Ganze zwischen Schule und Tennisunterricht. Vielen Dank. Super, oder? Und wer
mit Just Do It und First Steps noch nichts anfangen kann, dann geht doch gerne in den Kurs Leben teilen. Da kriegt ihr mit, was dahinter alles steht. Sine, ja, ihr seid so schnell, das ist super, oder? Gebt ihr mal einen extra Applaus für das. Das ist richtig toll, so haben wir wirklich viel Zeit für viele Zeugnisse. Du hast uns auch was geschickt von deinem Zeugnis, beziehungsweise Kajin auch erzählt. Und genau. Danke, ja, dass du es mit uns teilst. Ja, ich bin die Sine. Ich bin ja gerade Bibelschülerin, wie viele von euch wissen, bei der Audienz. Und wir haben letztens von Pastor Christoph gelernt, dass schon unsere Präsenz einen Unterschied macht und Licht in die Dunkelheit bringt. Also zum Beispiel auf Arbeit. Und während ich das gehört habe, dachte ich so, ist das wirklich so auf Arbeit bei mir? Das kommt mir nicht so vor. Und natürlich ist es nicht unsere Präsenz, sondern die Präsenz des Heiligen Geistes in uns. Und ein paar Tage später sagt plötzlich ein Kollege zu anderen Kollegen, immer wenn Sinem hier ist, ist Frieden hier. Danke, Jesus. Und nochmal ein paar Tage später sagt dann ein anderer Kollege zu mir, du hast sowas Mütterliches, sowas Friedliches in dir. Bist du Mutter? Und dann habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Das Friedliche in mir, das ist Jesus, der in mir lebt. Das habe ich ihm dann erklärt. Und dann eine Woche später kam genau dieser Kollege dann auf mich zu. Ich habe gerade mein Buch gelesen für die Bibelschule, weil nichts los war, durfte ich das. Und er kam auf mich zu und meinte, ich bin am Ende, ich brauche Rettung. Kann Jesus mich retten? Und ich habe ihm gesagt, nur Jesus kann dich retten. Du musst ihn nur anrufen. Und dann meint er, ja, hast du seine Nummer? Gib mir mal seine Nummer. Natürlich habe ich seine Nummer. Was ist seine Nummer? Das Übergabegebet. Das habe ich ihm dann geschickt und meinte, das kannst du einfach beten aus dem Herzen heraus. Er meinte, er will das gerne am Abend zu Hause machen. Aber ich konnte vor Ort für ihn beten. Und das alleine ist für mich schon so auf Arbeit, das war für mich schon wirklich ein Zeugnis, dass Jesus da ist. Also stimmt das, was unser Pastor uns gelehrt hat in der Bibelschule? Wir müssen gar nichts tun, wir müssen einfach nur da sein und mit unserer Präsenz ist er auch dort und seine Präsenz verändert alles. Danke, Jesus. Wow, es klappt einfach, Just Do It funktioniert zwischen Schule und Tennisunterricht, auf der Arbeit und natürlich auch Einsätze sind eine super Gelegenheit. Und wer damit vielleicht auch innerlich irgendwie Schwierigkeiten hat oder sagt, er ist noch nicht, fühlt sich nicht frei genug dafür, ich glaube, für den ist dein Zeugnis, Angie, wirklich gut. Danke. Als ich zum Abschluss der Bibelschule kam, wusste ich nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Aber ich wusste, dass ich Gott vertrauen möchte. Dann bekamen wir unsere Abschlusszertifikate. Und Melody schrieb, dass sie sehen würde, dass ich so weiter evangelisiere, wie ich angefangen hatte. Das war kein leichter Schritt, aber ein Gehorsamsschritt. Aber plötzlich bemerkte ich, als ich unterwegs beim Evangelisieren war, dass ich Angstattacken bekam. Also war ich dabei, meine eigene Seele in Freiheit zu bringen, sowie gleichzeitig anderen in Freiheit zu dienen. Dann eines Sonntagsmorgens, auf dem Weg zum Gottesdienst hier in die Kreative, traf ich Resa und ich erzählte ihr von diesem Problem. Sie meinte, dass sie das auch kannte. Aber Gott sprach zu ihr, an welchem Tag der Zeitpunkt wäre, wo damit Schluss wäre. Okay, das nahm ich dann für mich. Und Gott sprach zu mir, ein Quartal nach der Bibelschule. Okay, der Tag kam dann ran und ich dachte, oh Jesus, ich merke nicht wirklich, dass das verändert wäre. Aber dann, 14 Tage später, hier im Gottesdienst, als Christoph zum Schluss in der Ministriezeit ein Gebet über mich sprach, beziehungsweise eine Prophetie, bin ich dann 2 Tage später beim Evangelisieren draußen gewesen und ich merkte, dass innerlich etwas freigesetzt wurde. Und ich dachte mir, echt krass, und habe zu meiner Schwester gesagt, ich merke, es hat sich irgendwie was verändert. Irgendwie ist was leichter geworden. Und ab da fing ich plötzlich an, auch für Heilung zu beten und mit sofortigen Auswirkungen.
Also es war einfach, einfach leicht. Genau. Amen. Yes. Seitdem bete ich jetzt morgens zu Gott und frage ihn, also zeige mir du die Leute, für die ich um Heilung beten darf. Und er zeigt sie mir immer wieder neu. Genau. Oh, super. Vielen Dank. Magst du für uns auch einmal beten und das freisetzen, diese Leichtigkeit? Okay. Oh Jesus, wir wollen voller Leidenschaft für dich sein. Wir wollen voller Begeisterung für dich sein. Jesus, wir wollen den Menschen dich nahe bringen. Wir wollen ihnen einfach zeigen, wie gut du bist, König Jesus. Aber wir wollen Liebeskrieger für dich sein. Jesus, was tun Liebeskrieger? Sie erzählen von ihrem Geliebten. Oh Jesus, lass uns gewürzt, geschmackvoll von dir erzählen, auf dass sie einfach, ja, einfach von dir schmecken, von deiner Güte, deiner Liebe, deiner Treue. König Jesus, ich sage dir danke dafür, dass es ein Privileg ist. Und wir haben keine Menschenfurcht, wir haben Gottesfurcht. Jesus, wenn du für uns bist, wer sollte gegen uns sein? Niemand. Und deshalb setze ich jetzt frei die Atmosphäre dafür. Ja, zerbrich alle Angst, allen Unmut in uns. Und Heiliger Geist, setze du deine Kühnheit über uns aus, über uns frei. Danke dafür, König Jesus. Und Jesus, das ist es, was wir lieben, dich zu lieben. Amen. Vielen Dank. So, ein paar haben wir noch. Könnt ihr noch? Dann haben Katrin und ich euch ein paar Wunderzeugnisse mitgebracht und Versorgungszeugnisse. Vielleicht könnt ihr euch an den letzten Zeugnisgottesdienst erinnern, wer nicht, den kann man auch nachschauen. Ist tatsächlich schon ein Jahr her, eigentlich zu lang, wo wir wirklich viele Versorgungswunder hatten und so schön und Gott hört nicht auf damit. Genau das, was wir ausbeten, mach es wieder. Genau, kümmert sich und ja, Kerstin und danach Selina. Schön, dass ihr da seid. Viele von euch wissen, dass ich auf einem Hausboot lebe und arbeite. Und alle 10 Jahre muss das wie ein Auto zum TÜV, nur dass mein Boot 25 Meter lang ist und der TÜV ein bisschen umständlicher und ein bisschen teurer. Und irgendwann mal so ein paar Wochen, bevor das soweit war, habe ich gemerkt, also ich habe den Kostenvoranschlag gehabt und es musste auch gestrichen werden. Und ja, und ich habe ein paar Wochen vorher einfach richtig Angst gekriegt. Ich habe so Projekte erlebt, wo einfach die Kosten explodiert sind. Ich wusste, ich schaffe das irgendwie gerade so, den Kostenvoranschlag, aber wenn irgendwas schief geht, dann ist es echt doof. Und ich habe so viel Angst gehabt, dass ich nach dem Gottesdienst in der Segnungszeit vor Angst geweint habe. Und es war niemand da, der für mich gebetet hat, aber auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, es kann auch mal einfach sein. Und ich so, hä? Und war einfach, und dieser Satz, es kann auch mal einfach sein, der hat mich dann begleitet. Und ich habe zu meinem Bootsbauer gesagt, du, ich bete dafür, dass es nicht 3 Wochen dauert, sondern nur 2. Und er sagte, Kerstin, Werft braucht seine Zeit. Rechne mit den 3 Wochen, schneller geht es nicht. Also dieses alles Anstreichen, allein das sind schon so 4 Schichten Farbe, sind ungefähr 200 bis 400 Stunden Arbeit. Und dann sind wir zu der Werft gekommen und um so ein Schiff rauszuholen, fährt man in so eine Art, mit dem ganzen Schiff in so einen Wagen rein und der wird dann an Land gezogen. Und an Land wird das Schiff dann mit einem Kran umgesetzt und allein das Umsetzen kostet 1500 Euro. Also es ist richtig teuer. Und wir waren auf diesem Wagen. Und als wir sozusagen an Land gezogen wurden, ist dieses große Schiff auf diesem Wagen gerutscht. Und so sehr gerutscht, dass Zeug aus den Regalen gefallen ist. Und ich war auf dem Schiff drauf, ich habe echt auch Angst gekriegt. Die haben das dann wieder stabilisiert. Und als wir an Land waren, habe ich mit dem Menschen von der Werft geredet. Und er sagt, es ist zu riskant, das Schiff von dem Wagen runterzunehmen. Wir lassen das auf dem Wagen. Aber ich brauche den in der Woche wieder. Warum wollen Sie denn das Schiff überhaupt selber streichen? Warum wollen Sie das nicht uns machen lassen?
Ich habe gedacht, naja, das kostet ein paar tausend Euro mehr, das kann ich mir einfach nicht leisten. Und dann sagte er, ich überlege mal. Und dann sagte er, für 1500 Euro würden wir es für Sie machen. Das war der gleiche Preis für dieses Rauf- und Runternehmen. Und ich so, ja, ist in Ordnung. Und dann haben die, es war am Freitag, haben die am Freitag mit dem Streichen angefangen, waren in 4 Tagen fertig. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten gemacht am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag waren wir mit dem Ding durch. Und es war am Ende günstiger als der Kostenvoranschlag, besser von der Qualität her, weil Spritzen einfach besser ist als selber streichen. Und während die Männer gearbeitet haben, war ich mit einer Freundin, die eigentlich zum Helfen gekommen war, in Potsdam Kaffee trinken. So, weil wir konnten nichts machen. Und das, wenn der Herr sagt, es darf einfach auch mal einfach sein, dann darf das auch so sein. Super, vielen Dank. Wir gucken auf die Zeit, ihr merkt schon, es ist so gut, oder? Man will gar nicht aufhören, Zeugnisse zu erzählen. Wir machen noch ein letztes. Elisa, komm mal zu uns nach vorne, gebt ihr mal einen Applaus. Du hast ganz viel erlebt in letzter Zeit, sehr viel Lebensveränderndes und du teilst das mit uns und darüber freue ich mich ganz doll und bin gespannt, was du erzählst. Ja. Dankeschön. Ja, so schön hier zu sein heute. Also ich bin, habe einen langen Weg sozusagen gehabt und bin kirchlich-katholisch aufgewachsen und hatte aber nie das Gefühl, dass da wirklich so meine Sehnsucht nach einer lebendigen Beziehung zu Gott gestillt wurde und habe mich dann nach dem Abi auf meine eigene Reise und Suche gemacht, bin nach Indien gereist und habe das Yoga kennengelernt und das Konzept der Erleuchtung und bin dann sehr tief in esoterische Kreise und Praktiken gegangen, habe wirklich meine eigene Selbstheilung versucht und hatte aber gleichzeitig immer wieder heftige psychische Krisen, wo dann die letzte tatsächlich fast in Selbstmord mündete. Und Gott ist so gut. Nach dieser Krise, wo ich wirklich leibhaftig die Hölle auf Erden erlebt habe, habe ich einfach gesagt, so Gott, es geht nicht mehr, ich weiß, dass es dich gibt, ich will dich jetzt wirklich kennenlernen, so, ich will die Wahrheit über dich erfahren. Und dann hatte ich in einer Meditation eine Vision, dass ich eine Pilgerreise machen soll. Und dann habe ich nicht länger gezögert, ich habe dann kurz entschlossen, mein bisheriges Leben dann so an den Nagel gehangen und habe mich aufgemacht und bin 3 Wochen nach Bayern pilgern gegangen. Bin da durch den Wald gelaufen und hatte wirklich intensive Eingebungen und Begegnung mit dem Heiligen Geist innerlich. Also ich habe Gottes Stimme einfach gehört und hatte dann auch durch einen Freund Begegnungen mit Menschen, die aus der Esoterik kamen und die Liebe Jesus kennengelernt haben und ihm jetzt folgen. Es sind auch Freunde heute. Und währenddessen war ich aber kurz davor, eine schamanische Ausbildung zu beginnen, die 3 Jahre gedauert hätte und sehr kostenintensiv gewesen wäre. Und Gott hat mich einfach bewahrt in einer Begegnung mit einem Menschen, hat er so klar zu mir gesprochen und hat einfach gesagt, so, wenn du Befreiung suchst, und danach habe ich mein ganzes Leben gesucht, dann komm einfach zu mir. Und in dem Moment ist einfach alles von mir gefallen. Jesus Liebe hat mich einfach wirklich überflutet. Und ich konnte nicht anders. Ich wusste, das ist die Wahrheit und ich habe dann am nächsten Tag mein Leben Jesus übergeben. Das war für 5 Monate. Und yes. Und er ist einfach so gut und seitdem ist einfach mein Leben von Grund auf erneuert. Ich bin wieder hier in meiner Heimatstadt. Ich bin in mein wirkliches und in mein geistiges Zuhause gekommen, in seine Arme.
und erlebe einfach jeden Tag aufs Neue seine Liebe, seine Versorgung, seinen Frieden und auch wirkliche Heilung. Ich bin seitdem stabil, gesund und einfach so erfüllt vom Heiligen Geist und so dankbar, dass ich heute hier bei euch bin. Halleluja. Vielen Dank, Marissa. Ein Applaus nochmal für Marissa. Halleluja. Jetzt können wir einmal einatmen. So. Staffel 1, Zeugnis Gotti, durchgesuchtet. Staffel 2 kommt aus Challenge Hoffnung, unseren YouTube-Kanal. Staffel 3, Zeugnisbuch. Staffel 4 kommt nächstes Jahr, Frühjahr, vielleicht nächste Zeugnisgottesdienst, keine Ahnung. Ja, Halleluja. Wir machen jetzt so, wie wir das immer machen. Jetzt ist schon kurz nach Viertel nach. Unser Gottesdienst beendet hier offiziell. Ich würde bitten, den Lobpreisteam nach vorne zu kommen.